Für den All-in-Teig 125 Gramm Weizenmehl, 25 Gramm Speisestärke EL Kakaopulver 2 Gestr, TL Backpulver 75 Gramm Zucker 1 Pk, Vanillinzucker 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 20 Gramm Joghurtbutter, Klammer auf Zimmerwarm, Klammer zu, 2 Esslöffel Cognac, 50 Gramm Birnenpüree, Klammer auf von den abgetropften Birnenhälften, Klammer zu, für den Belag, 3 Blatt weiße Gelatine, 450 Milliliter Milch, 2 Pk, Paradiescremesahne Karamellgeschmack, Klammer auf Dessertpulver, Klammer zu, 1 bis 2 Teelöffel Cognac für den Teig, das Mehl mit Speisestärke, Kakao und Backpulver mischen, in eine Rührschüssel geben. Zucker, Vanillinzucker, Eier, Butter, Cognac und Birnenpüree hinzufügen. Die Zutaten mit einem Mixer, Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu, zunächst kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe in etwa 2 Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten. Vierter, den Teig in eine Springform, Klammer auf O 26 cm, Boden gefettet, mit Backpapier belegt, Klammer zu, geben und glatt streichen. Die Form auf dem Rost in den vorgeheizten Backofen schieben und den Gebäckboden etwa 20 Minuten backen. Fünfter, den Boden aus der Form lösen und auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost stürzen. Den Gebäckboden erkalten lassen. Mit gebackenes Backpapier abziehen. Gebäckboden auf eine Tortenplatte legen, danach einen Tortenring darum legen. Sechstens, für den Belag Gelatine in kaltem Wasser nach Packungsanleitung einweichen. Beiseite gelegte Birnenhälften jeweils in 4 Spalten schneiden. Den Gebäckboden damit belegen, dabei einen 2 bis 3 cm breiten Rand freilassen. Siebte, Milch in eine Rührschüssel geben, beide Päckchen Paradiescreme hinzufügen und etwa 3 Minuten mit einem Mixer, Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu, aufschlagen. Zuletzt Cognac unterrühren. Achte, Gelatine leicht ausdrücken und in einem kleinen Topf bei schwacher Hitze unterrühren auflösen. Gelatine mit etwa 2 Esslöffeln von der Karamellcreme verrühren und anschließend mit der restlichen Karamellcreme verrühren. Neuntens, die Karamellcreme auf den Birnenspalten verteilen und mit einem Teigschaber gleichmäßig